Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play TF2 mit mir, den Browave oder Bro Chains oder Chains, wie auch immer. Danke, Crow Gamer. Ich habe neue Sachen. Das zeige ich mal ganz schnell. Die Botkiller habe ich mir jetzt geholt, also die Carbonado Shotgun. Sorry, Facebook war offen. Und ja, wir spielen auf sofort Flaggeneroberung, weil ich mir gedacht habe, ja, immer auf Orange zu zocken, das ist doch langweilig. Auf dem Server sind 12, glaube ich, drauf. Ich habe jetzt nicht eingesucht, wo das so viele drauf sind, weil ich es einfach hässlich finde, wenn so... Oh, okay, das ist schon mal der erste Tod. Und ich schraube mal ein bisschen bei den Optionen. Das Audio ist ja schon niedrig, aber noch ein wenig niedriger, bitte. Okay. So, das passt. Mit dabei der Mindgamer, der aber leider ein Team Rot ist, was ich schade finde. Ja, aber wenigstens dann mal anspannen, weil, ja, egal. Heutiges Thema. Okay, heutiges Thema, jetzt komme ich drauf. Team Fortress 2 mit den neuen Sachen und es ist ja wieder Halloween-Zeit. Ich finde gerade irgendwie keinen, naja, egal. Halloween-Zeit. Das heißt, es werden wieder diese Souls rauskommen. Autsch, 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 autsch. Okay. Da war der Mindgamer. Egal. Ist mir relativ. Diese Souls sollen wieder rauskommen. Und ich habe auch einen Helm für den Soldier, aber da brauche ich natürlich diese Seele dazu. Hier, den Hirnbehälter. Da brauche ich diese Seele. Also, wenn ihr jemanden ab. Ach, komm schon. Egal. Ich habe so lange kein TF2 mehr gespielt. Jedenfalls, ich würde gerne diese haben. Bin bereit zu traden. So, jetzt kriege ich dich aber. Das gibt es doch nicht. Ja, du gehst down. Du gehst down. Ach. So. Ja, also wie schon gesagt, Souls, ich brauche eine Soldier-Seele. Werde sie mir auch irgendwie besorgen, weil sonst habe ich mir den Helm umsonst geholt und das wäre echt dämlich. Ich finde nur gerade irgendwie keine Gegner. Und da oben rein komme ich auch nicht, weil das zu hoch ist. Get the fucking scout. So, machen wir einfach mal so. Ja. Ja, was gibt's noch zu erzählen? Ich habe schon lange kein TF2 mehr Let's Played, also gespielt schon einigermaßen, aber oh, der schon wieder ist da oben drin. Oh, aber halt nicht mehr lange aufgenommen. Oh Gott. Fuck. Ah. Oh. Ja, sieht man ja, hä? 0:5 bei MW2 wäre schon längst draußen. Aber das ist ja kein MW2 hier. Das ist... Oh, oh, das war jetzt ein Luckshot. Das war ein richtig schöner Luckshot. Und jetzt laggt ein wenig. Das war kurz Mikrofon-Test. Und dich habe ich gesehen. Und jetzt laggt es mir ein wenig zu viel. Komm her. Boah, was ist jetzt los? Das gibt's doch nicht. Ja, jetzt ist wieder da. Na egal. Ich habe in letzter Zeit ein paar Streams geguckt. Also ich glaube, jeder weiß, was ein Stream ist. So, also, ich habe ich auch wieder. Ah, wie das hier rumbackt, das gibt's doch nicht. Egal. Ein Stream geschaut. Und einmal einen... boah, das ist ja krank. Was ist denn los? Ach du heilige Scheiße. Egal, es ist bestimmt nur für kurz. Ja, jetzt geht's wieder. So viel zu, es geht wieder. Egal, es wird sowieso keine 20 Minuten oder so, sondern nur eine Viertelstunde. Und wenn es mir zu sehr rumbackt, da mache ich einfach schnell einen Cut. Oh Gott. Wenn es jetzt nochmal so backt, dann suche ich mir schnell einen neuen Ort, neuen. Ah, das ist eben der Nachteil bei der 3-Runen-Klinge.
Team Red gewinnt. Ja, das ist eben der Nachteil. Wenn du dich selber triffst, dann bist du am Arsch. We failed. Yes, we failed. Und ja. Stream. Habe ich letztens so geschaut. Von Elotrix. Und dann habe ich halt gesehen. Ah, neue Kills. Ah, was ist los? Dass der halt sich öfters über irgendwelche Sachen beschwert, zum Beispiel, dass man seinen Namen kopiert, okay. Wo ich ihm aber recht geben muss, dass auf PC-Version von MW2, jetzt könnte es ein bisschen stecken, weil es nochmal die Karte lädt. Also, jedenfalls könnte es, was sage ich? Die MW2-Version auf dem PC, da sind eigentlich fast, wenn du es normal spielst, auf jeder verdammten Lobby nur Hacker drauf. Also egal welche Lobby du joinst, du weißt immer, irgendwo ist ein Hacker. Zum Beispiel habe ich meine Stats geresettet, um nochmal einen Neustart zu machen. Auf dem, ja, jetzt gehen wir rot, dann nehmen wir nochmal unseren Scout. Und jedenfalls, ja, jetzt geht's wieder. Jedenfalls, das ist ja ein Team Blau, alles klar, dann wechseln wir eben. Wow, nice show, Bro. Also, los. So. Und wir haben schon wieder ein Lag. Jetzt komme ich auf das zurück, was ich sagen wollte. In jeder Lobby sind Hacker drin. Egal was, Speed Hack, Aimbot, alles. Ich habe sogar schon einen Hack gesehen, wo du unsichtbar bist. Weil ich wurde geknifed, also ich habe gespielt, auf Wasteland war das, und dann war der auf einmal vor mir gestanden. Och, und schon wieder eine Sentry da oben drin, ich kann's nicht mehr sehen. Oh, die Seele. Trading Soldier Seal, Zombie. Also, ja, weißt du. Und dann habe ich mich aufgeregt, weil wir haben Suchen und Zerstören gehabt, und ich war halt der letzte Überlebende und habe mir halt so gedacht, hä, warum bin ich der letzte Überlebende? Und dann rette mir gerade hinterher? Nö, denk nicht. Jedenfalls bin ich dann rein. Und die Sentry wurde zerstört. Hammer geil. So, komm her. Nee, du kommst mir nicht. Fuck, daneben geschlagen. So, dich habe ich erwischt. Ah. Scheiß drauf. Jedenfalls hat es halt dann. War da so ein Hacker und dann bin ich raus. Hab geschaut. Einzigste Überlebender. Letzter noch dran. Also 1 gegen 1. Und ja, dann laufe ich halt so, tu gerade die Bombe plant, immer kommt der von vorne an und messert mich von vorne. Dann schaue ich auf die Rückblende und denke, was? Achso, die klauen gerade unseren. Okay, dann machen wir mal Eskorte. Und dann schaue ich halt, wie wir in der Killcam, der war direkt vor mir. Nice. Nein, du, komm raus, komm. Oh Gott, wie ich gar nicht mehr in dem Spiel drin bin. Ah, fuck, jetzt hat er mich abgezogen. Naja, ich krieg einen Assist. Und ich habe mich halt da tierisch drüber aufgeregt. Was, warum hackt der? Ich weiß es nicht, ich verstehe es nicht. Letztes Mal wurde ich ja bei meinem... Oh nein, das kannst du vergessen, das kannst du gleich mal abknicken. Ha! Ey, das wollte ich gerade machen. Ah, heiß. Und dann habe ich halt festgestellt, dass du wirklich auf keinem normalen Server mehr spielst. Ich habe dich gegumbastormt, dass du auf keinem normalen Server mehr spielen kannst. Da haben wir unseren ersten Kill, super. Und dann habe ich mir gesagt, ja, bleib einfach bei IW4M, das ist schon viel besser. Und bei den Halloween-Folgen, das ist richtig geil, da gibt es ja diesen neuen Modus, also ist jetzt die Fortress, den wo du diesen Hexer-Typen platt machen musst, den habe ich damals, wo ich noch nicht aufgenommen habe, mit dem Jackpad zusammen sehr... Oh, wen habe ich da getroffen? Aufgezockt und jetzt kriegt ihr ein paar Lags, ein paar viele Lags. Okay, meine Frames gehen down und down und down. Trotzdem kriege ich dich noch. Wasser. Oh, 9, 10. Boah, das gibt's nicht. Das wird keine ziemlich lange Aufnahme, wenn es so weitergeht. Oh Gott, nein. Ich gehe ab hier raus. Mal machen wir einfach so.
Und schau, mache ich halt einfach mein Inventar und rede so weiter. Also. Und diesen Modus, diesen Rashmi, keine Ahnung wie. Da könnt ihr übrigens mal mein Item sehen. Also ich habe es sortieren lassen. Ich habe es nicht wie, was jetzt ich werde, auf einer Seite Strange, auf der anderen so, auf der anderen so, auf der anderen so. Und ja. Ja, was kann ich noch sagen? Eigentlich nichts mehr. Das war es eigentlich, was ich alles labern wollte. Ach, eigentlich ist meine Botkiller. Jedenfalls war es das für heute von Let's Play TF2 mit mir, den Bro Chains. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage auf Wiedersehen.